Hallo, hallo zu einer neuen Podcast- und YouTube-Folge Wie werde ich im Internet sichtbar? Heute geht es um deinen YouTube-Account. Und ja, das wird vielleicht ein bisschen eine längere Folge, allerdings hör sie dir bis zum Schluss an, denn zum Schluss habe ich noch ein kleines Dankeschön für dich. Ja, Facebook, Instagram und LinkedIn kommen im Moment noch ohne Videos aus. Bei YouTube geht es allerdings nur um Videos. Absolut ausschließlich nur, ja. Und erster Tipp gleich vorweg, YouTube mag es auch nicht, wenn du einfach ein Foto hochlädst und eine Tonspur hinzu, das mag der Algorithmus überhaupt nicht. Denn ein Video ist ein bewegtes Bild. Und ja, das ist auch schon die erste Aussage. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und jetzt stell dir mal vor, du hast viele Bilder pro Sekunde. Das macht viele Wörter aus. Ja, wie war das Leben eigentlich vor YouTube? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin irgendwie, keine Ahnung. Auf einmal war YouTube da und es war da. Die Welt hat sich geöffnet und sie war auf einmal voll mit Tutorials, mit Möglichkeiten, mit Personen, die ich zuvor nie, absolut nie kannte und schon gar nicht erreichen konnte. Und das ist genau auch der Punkt für dein Unternehmen, für deine Tätigkeit. YouTube ist ein Videoportal und ja, gehört seit einiger Zeit zu Internetriesen Google. Und das macht es auch schon super toll, ja, weil das macht YouTube auch zur zweitgrößten Suchmaschine. Sucher suchen, Finder finden, du kennst da meinen Spruch, ja, werde gefunden. Und zwar, ja, auf der zweitgrößten Suchmaschine der Welt und das ist YouTube. Zusätzlich bietet YouTube auch die Funktion, Videos gleich direkt bewerten zu lassen, das heißt mit dem Daumen hoch, Daumen runter, früher mal Sternchen. Personen können deinen Kanal abonnieren und werden regelmäßig informiert, wenn du neue Videos rausbringst. Nächster Punkt, bring regelmäßig Videos raus. Und können auch Kommentare hinzufügen zu deinem Video. Und ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das sorgt einfach für eine Community, für Feedback und ja, natürlich auch wie bei allen Plattformen für einiges an Spam. Keep cool, ist so. Zu dem Thema komme ich noch in einer anderen Folge. Ja, YouTube ist absolut sehr vielseitig, ja. Du kannst hier diversen Inhalt hochladen. Es gibt ja auch, wenn du dir die besten YouTuber der Welt raussuchst oder die bestbezahltesten YouTuber und Co. Ja, da geht es um Millionenbeträge and however. Es gibt viele lustige Kanäle, es gibt Bastelkanäle, es gibt absolut, ja, ich würde mal sagen, absolut alles auf YouTube. Und das ist jetzt interessant für deine Tätigkeit, für dein Auftreten im Internet. Und zwar einfach, wenn du eine Firma, ein Unternehmen hast, wenn du selbstständig bist, Geschäftsführer, was auch immer, however, ja, Video ist einfach cool und vor allem schnell erstellt. YouTube unterscheidet mittlerweile zwei Formate, das ist einmal das Hochformat und das Querformat. Und zu diesem Thema auch noch, ich sage mal, zwei unterschiedliche Längen. Einmal lange Videos, also länger als 60 Sekunden und dann einmal sogenannte Shorts. Das sind kurze Videos bis 60 Sekunden. Geht ein bisschen Richtung Instagram Reels und TikTok. Mit Shorts hast du einfach die Möglichkeit, schnell deinem Kunden einen kurzen Einblick zu geben. Handy raus, Selfie-Mode an, Selfie-Video und einfach mal eine Runde spazieren, ein paar Worte in die Kamera quatschen, keine Ahnung, ein neues Produkt herzeigen, however. Ja, und längere Videos kannst du auch mit dem Handy machen, am Handy auch schneiden oder natürlich auch aufwendig produzieren mit einer professionellen Videokamera, Schnitt, Ton and however, ganz nach deinen Wünschen und Möglichkeiten. Die allgemeine YouTube-App, ja, die ist recht cool. Hier kannst du deinen Kanal ansehen, also mit der Standard-YouTube-App kannst du Videos ansehen und dann gibt es auch noch das YouTube-Studio, mit dem kannst du deinen YouTube-Kanal selbst verwalten. Über die YouTube-App kannst du Videos hochladen, das ist ein bisschen tricky, und über das YouTube-Studio dann bearbeiten, das heißt eine Beschreibung hinzufügen, eine Überschrift hinzufügen und so weiter. Die meisten Funktionen bietet YouTube allerdings über den Browser, das heißt direkt über eine Internetplattform. Du meldest dich auf YouTube an, gehst auf studio.youtube.com und dort kannst du dann auch einen Abspann hinzufügen, einen Infotext hinzufügen. Es ist einfacher, die Beschreibung reinzutippen und du kannst auch, je nach Funktion, wie dein Kanal schon freigeschalten ist, auch ein eigenes Vorschaubild definieren. Bei YouTube höre ich dann meist, ja,
Das erste, was kommt, ja, aber. Ja, aber ich will doch gar nicht vor die Kamera. Ja, ich will doch keine Videos machen. Ja, aber ich habe keine Videoausrüstung und jede Menge weiteres Mimimi und bla bla bla. Das Thema ja, aber hatten wir schon oder kommt noch, das lassen wir einfach weg. Erstens, nochmal betont, YouTube ist eine Google-Tochter, das macht einfach ja, eine tolle Präsenz. Ja? Und zweitens, du willst nicht vor die Kamera und du hast keine Videoausrüstung. Tja, dann drück jetzt sofort auf deinem Smartphone in deiner Kamera-App einmal den Video-Button und film einfach. Ja? Ich rate meinen Kunden auch immer, auch für Instagram Reels und für TikToks und Co., ja, statt einmal ein Foto irgendwo drauf zu machen, mach ein 5-Sekunden-Video. 3 Fotos sind 3 Videos, sind schon 15 Sekunden. Und ja, das ist schon Short-Content. Überhaupt kein Thema. Wenn du Maler bist, zieh einfach mal die Kamera einmal drüber, ja. Wenn du Immobilienbüro hast, mach einen Schwenk, einmal drehen mit der Kamera. Bitte nicht zu schnell, das kann den Zuschauer schwindelig werden, ja. Ganz einfach, mach einfach ein schnelles Video statt ein Foto. Und ja, wenn du dich selbst nicht sehen willst, ja, und hören willst, Überraschung, auch ohne Kamerafunktion siehst du im echten Leben scheiße aus. Das ist nun mal so. Deine Stimme klingt total anders, weil du sie über die Kamera hörst oder über ein Mikrofon oder wie auch immer und nicht über deinen Schädelknochen, über deinen Kiefer direkt in dein Ohr. Deine Stimme klingt anders. Ja, und Überraschung, wenn du im echten Leben eine Falte hast, dann hast du sie auf dem Video auch. Und wenn du im echten Leben einen Pickel hast, dann hast du den im Video auch. Steh dazu oder lass es, however, du gehst auch sonst so auf die Straße. Ja, und was soll ich jetzt in ein Video reinquatschen? Ja, ganz einfach das, was du sonst auch den ganzen Tag zu sagen hast. Jeder, absolut jeder, in jeder Branche, mit jeder Tätigkeit, vom Hobby bis zum Unternehmer, jeder hat etwas zu tun. Und ja, dann kommt auch immer die Frage, ja, aber wer will das schon sehen? Keine Ahnung, lass die Kunden entscheiden. Vielleicht möchten sie es sehen und können es noch nicht, weil du noch nicht online bist. Die Registrierung geht ganz schnell. Du kannst dich mit deinem Google-Konto anmelden, richtest deinen Kanal ein und ja, dann leg los. Mach ein Video mit deinem Smartphone und lade es mal hoch. Mit YouTube kannst du auch ja, eine Community aufbauen. Du kannst Fragen und Umfragen erstellen und so weiter. Und ja, jeder fängt mal an. Am Anfang ist jede Plattform neu und ja, am Anfang ist es neu, dich selbst zu sehen und selbst zu hören. Und ja, das ist so. Ich kann mich noch an meine ersten 50 YouTube-Videos erinnern. Das war die Hölle, die absolute Hölle. Und ja, meine Spitzenleistung war tatsächlich, ich habe ein Video gemacht über Makrofotografie im Wald und habe ganz cool nebenbei einen Kaugummi gekaut und das kam super lustig an. Ich hatte viele Kommentare und mich haben auch auf der Straße einige angesprochen, ob ich eine Kuh bin. Ja, ach Gott, war mir das peinlich und ich wollte das Video schon löschen und nein, ich habe es gelassen. Und Jahre später habe ich dann das beste Kundenfeedback ever bekommen. Markus, bis jetzt hätte ich dich nicht gebucht. Allerdings haben wir eines gesehen, eine Steigerung. Ja, mega. Bei den ersten Videos hatte ich noch ein Kaugummi im Mund, die waren verwackelt, verschwommen und ja, vielleicht jetzt auch nicht besser. Die waren nicht ausgeleuchtet and so on. Dann habe ich jahrelang probiert, mir so eine kleine YouTube-Ecke zu bauen und mit Licht und Mikrofon und Aufwand ohne Ende. Ja, und mittlerweile ich sitze hier am Schreibtisch, schreibe meine Skripte zusammen, wirf das Handy an, das steht auf einem Selfie-Stick und quatsch rein. Und wenn ich mal spazieren bin und mir fällt gerade was ein und mir geht ein Gedanken durch den Kopf, Handy raus, Selfie-Kamera vorne ein bisschen abwischen, falls sie verschmiert ist. Das macht optisch noch einiges. Schau mir ein bisschen die Umgebung an, ob das Licht passt and let's go. Einfach reinquatschen. Das war's. Die Videos sind im meisten Fall, vor allem jetzt da solche Podcast- und Blog-Themen, komplett ungeschnitten, alle Nebengeräusche sind drinnen, das war's. Viel schlimmer wäre es allerdings, wenn es nicht online wäre, du das jetzt dann nicht hören könntest und du jetzt dann nicht mit deinem YouTube-Kanal starten würdest, denn das ist eine Chance, die dir entgeht. Und das ist wirklich viel zu schade.
Ja, Sucher suchen, Finder finden, das hatten wir auch. Bau dir eine Zielgruppe auf und ja, die ersten Videos sind holprig. Gut, die Checkliste ist durch und jetzt mein Dankeschön an dich. Auf dem Blog findest du eine kostenlose Step-by-Step-Checkliste, im Buch natürlich auch, für den Anfang und Start für deinen YouTube-Kanal. In diesem Sinne, danke für das Abonnieren, danke für deine Bewertungen, danke für dein Feedback. Und sei gespannt auf die nächste Folge zum nächsten Thema. In diesem Sinne, ciao!